Hallo, mein Name ist Heinz Feldmann. Ich berate Gruppen und Menschen, die Gemeinschaftswohnprojekte planen oder bereits eines errichtet haben. Und heute mache ich euch eine Führung durch das Wohnprojekt Wien, also eine virtuelle Führung. Das Wohnprojekt Wien wurde vor 15 Jahren von mir mitgegründet und wir haben seither schon tausende Menschen durch das Wohnprojekt geführt. Und jetzt war die Idee, dass ich eine Führung virtuell euch anbiete, weil wir nicht mehr so viele Menschen persönlich durchs Haus führen können, weil unsere Nachbarn wollen natürlich nicht in einem Zoo wohnen, sondern in ihrem Gemeinschaftswohnprojekt. Hier seht ihr das Haus quasi heute in vivo. Wie wird die Präsentation aussehen? Also ich werde euch kurz erzählen, wie es zu der Idee kam vom Wohnprojekt Wien, dann wie sich die Kerngruppe gegründet hat, dann auch wie wir zu einer Vision gekommen sind, geplant und gebaut haben und eben wie das gute Leben in der Praxis funktioniert. Wenn euch nur das gute Leben in der Praxis, also die Führung durch das Haus interessiert, das wird so vom Keller über das Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss gehen, dann könnt ihr circa 4, 5 Minuten weiter klicken und dann kommt ihr direkt dorthin. Wenn ihr euch alles anschauen wollt, dann zeige ich euch jetzt, wie es zu der Idee kam. Das Foto wurde vor circa 17, 18 Jahren aufgemacht, dass ich mir ein Ruhejahr in der Lebensmitte nahm und durch die Welt gereist bin, ein Jahr lang. Und da hatte ich für mich zum ersten Mal so die Idee eines Gemeinschaftswohnprojekts. Und zwar initiiert auch unter anderem durch diese Reise oder eine der Reisen auf diesem einjährigen Sabbatical mit diesem umgebauten Greyhound-Bus bin ich mit 20 mir völlig wildfremden Menschen durch Alaska gereist und ich hatte ziemlichen Bammel davor, weil ich mir dachte, dass ich ja als Lonesome Cowboy-Typ gar nicht für so Gemeinschaftsaktivitäten geeignet bin. Und zu meiner Überraschung habe ich dann gelernt, dass das Leben in Gemeinschaft sehr viele Vorteile hat. Zum Beispiel, was ihr hier seht, ist so die Geschirrwaschstraße und oben auf dem Bus wurde die ganze Gemeinschaftsküche und da unten mitgenommen und wenn ich einmal in der Woche mit ein, zwei anderen Mitreisenden Küchendienst gemacht habe, konnte ich mich dafür 6 Tage in der Woche an den gedeckten Tisch setzen und da hat sich bei mir quasi so die Idee und die Begeisterung für das Gemeinschaftsleben eingesetzt. Dann habe ich zurück in Wien Menschen angesprochen und das war dann nach einer Vorauswahl so die Kerngruppe von 13 Leuten, mit denen ich gemeinsam oder wir gemeinsam dann vor 15 Jahren die Vision für das Wohnprojekt gemacht haben in einem Visionsworkshop nach der Dragon Dreaming Methode. Und die Vision hat im Wesentlichen vier Kernsäulen oder vier wesentliche Punkte. Der erste ist, wir haben gesagt, wir wollen Individualität in Gemeinschaft leben. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass wir Menschen beides brauchen. Wir sind einerseits Gemeinschaftsviecher, wir brauchen uns wechselseitig als Individuen, um uns als Mensch überhaupt zu erleben. Also wir brauchen die Gemeinschaft einerseits. Andererseits wollen wir auch in manchen Situationen einfach auch unsere Individualität leben. Und vielleicht, wenn du am Abend grantig von der Arbeit nach Hause kommst oder du bist nicht gut drauf und du möchtest keinen sehen, dann soll es möglich sein, dass du dich zurückziehst in deine eigenen vier Wände, ohne dass du jetzt einen großen Zwang hast zur Gemeinschaft. Das zweite Punkt war, wir haben gesagt, wir wollen eine Keimzelle der Nachhaltigkeit sein. Für mich war nach dieser Weltreise Idee, ich möchte versuchen, einen CO2-reduzierten, enkeltauglicheren Lebensstil machen. Ich habe es auf der Reise den Wandel vom Öko zum Gemeinwohlunternehmer, vom neoliberalen Yuppie zum Öko- und Gemeinwohlunternehmer gemacht und wollte versuchen, meinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und das geht natürlich in so einer Gemeinschaft, wo man sich Dinge teilt, viel leichter. Dritter Punkt, das war auch so ein bisschen die Aufgabe an die Architektinnen oder die Anforderung an die Architektinnen, lebendige Räume schaffen. Und ihr werdet nachher bei den Fotos sehen, wie die Architektinnen das super interpretiert haben. Und last but not least war auch die Idee, das gute Leben wagen. Also oft ist so in der Ökoszene so ein bisschen so dieser nihilistische Zugang, so wie die mittelalterlichen Katholiken vielleicht, wir Menschen sind eine Geißel auf dem Planeten und wenn wir endlich ausgestorben sind, dann kann die Erde sich wiederholen. Das ist ja ein sehr auch nicht nachhaltiger Zugang für die Menschheit sozusagen. Und wir haben gesagt, wie können wir es schaffen, dass wir ein gutes Leben in Fülle leben und trotzdem einen reduzierten CO2-Fußabdruck
ermöglichen. So, das war dann nach dem Workshop haben wir an einem Bauträgerwettbewerb teilgenommen, um ein bestimmtes Grundstück in Wien zu bekommen. Hier seht ihr zwei von den Gründerinnen, die anhand des Modells für das Haus eine Torte gebacken haben. Und diese Torte, ihr werdet es nachher sehen, das Haus sieht sehr ähnlich aus, haben wir dann zur Feier des gewonnenen Wettbewerbs, Bauträgerwettbewerbs, dann verspeist. So sah es dann in der Baugrube aus. Ihr seht den kleinen Heinz hier in der Baugrube stehen. Als das ausgehoben wurde, da wo ich jetzt stehe, sind jetzt unsere Gemeinschaftsräume, die ihr nachher sehen werdet. Da ist meine Frau Christine, die auf dem Bauplatz, auf dem Bauzaun, auf der Visualisierung, das war die Computergrafik, auf ihre kleine Wohnung im vierten Stock zeigt, die sie dann beziehen wird und mittlerweile natürlich bezogen hat. Das war eine spannende Kamerafahrt mit einem Kameramann von Dreisat. Im Korb des Kranes sind wir da quasi über die Baustelle geflogen. Ihr seht hier 1, 2, 3, 4 Stockwerke von später 7 sind schon gebaut. Und wer Wien kennt, er weiß vielleicht hier hinten, das ist die Mexiko-Kirche, also da hinten fließt die Donau vorbei. Wir sind im zweiten Bezirk und relativ zentral in Wien und hier direkt an einem Park. Das war die Gruppe der Bewohnerinnen kurz vor Einzug, so ein halbes Jahr vor Einzug bei einem Gemeinschaftswochenende. Und jetzt ein paar Zahlen und Fakten. Wir haben 39 Wohneinheiten errichtet, ca. 3300 Quadratmeter Wohnnutzfläche und 700 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche. Diejenigen unter euch, die sich mit Gemeinschaftsprojekten schon beschäftigt haben, wissen, das ist viel, 700 Quadratmeter, in dem Fall mehr als 20%. Das muss man sich gut überlegen, weil das muss man alles finanzieren, organisieren, heizen, putzen und in Schwung halten. 350 Quadratmeter Gewerbefläche haben wir noch integriert, weil wir im Erdgeschoss auch Geschäftsflächen haben. Gemeinschaftseigentum als Verein haben wir uns ausgesucht. Wir wollten als Gemeinschaft das Objekt besitzen und keine individuellen Eigentumswohnungen bauen. Das ist so ein Zugang, der mir sehr sympathisch ist, das Gemeinschaftseigentum. Da gibt es verschiedene Zugänge. Es gibt auch Leute, die sich im Sinne von Baugruppen lieber Eigentumswohnungen bauen. Meine Beobachtung ist, dass die auf Dauer schwieriger funktionieren, weil natürlich beim Wechsel einer Wohnung die Individualinteressen überwiegen. Also wenn du ausziehst, willst du möglichst viel Geld für deine Wohnung. Und wir haben gesagt, nein, wenn wer auszieht, dann soll die Gemeinschaft entscheiden, wer die Wohnung bekommt. Das ist so ein grundsätzlicher Unterschied. Als Verein, das funktioniert nur in Österreich, das würde in Deutschland und meines Wissens in der Schweiz auch nicht funktionieren. Aber da macht man dann einfach eine Genossenschaft. Wir haben uns soziokratisch organisiert, diejenigen von euch, die das kennen, das ist eine Kreisorganisationsmethode, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Wir sind ca. 70 Erwachsene und 35 Kinder. Wir haben den Verein gegründet im Herbst 2009, mit dem Bauträgerwettbewerb im März 2010 gewonnen. Dann 2011 haben wir mit dem Bauen begonnen und im Dezember 2013 nach einer ziemlichen spannenden Ralle sind wir dann zu Weihnachten eingezogen. Und jetzt im Dezember 2023, kurz bevor ich dieses Video für euch mache, haben wir eben unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Hier noch einmal das Foto vom fertigen Projekt. Wenn ihr euch an die Torte erinnert, sieht ziemlich ähnlich aus. Welche Gemeinschaftsräume haben wir in den 700 Quadratmetern untergebracht? Wir haben eine große Gemeinschaftsküche, die werdet ihr nachher sehen. Wir haben einen großen Kinderspielraum, das war uns wichtig, eine große Fahrradgarage. Warum all diese Gemeinschaftsräume Sinn machen, auch aus ökologischer Sicht, ist, weil du deine Individualquadratmeter reduzieren kannst, wenn du viele Funktionen deines Lebensalltags in die Gemeinschaftsräume outsourcen kannst. Eine große Fahrradgarage macht natürlich Sinn, weil wir als Ökos möglichst wenig Auto fahren wollen, aber das Fahrradfahren soll leicht sein. Es gibt zwei Veranstaltungsräume im Untergeschoss, wenn ihr euch an das Foto von mir in der Baugrube erinnert, dort sind jetzt unsere Veranstaltungsräume. Wir haben keine Tiefgarage gebaut durch einen juristischen Trick. Wir haben einen Waschsalon, das heißt, du brauchst nicht 40 Waschmaschinen, sondern es reichen zwei für so ein großes Haus, wiewohl wir in allen Bädern auch Waschmaschinenanschlüsse verbaut haben und es gibt einige Nachbarn, die haben ihre Waschmaschinen beim Einzug mitgenommen. Ich schätze, dass derzeit circa ein Fünftel oder maximal ein Viertel der Bewohnerinnen eigene Waschmaschinen hat, brauchst aber nicht. Wir haben eine Food Corp, werdet ihr nachher sehen, also Lebensmittel in Großgebinden bei
Bäuerinnen und Bauern aus dem Umland einkaufen, macht Sinn, weil man dadurch den Verpackungsmüll spart einerseits, man spart auch die Spanne vom Handel. Das ist unterm Strich dann trotzdem nicht billiger als Bio im Supermarkt, aber du bekommst super Qualität und du weißt, dass der Bauer oder die Bäuerin einen fairen Preis für ihre Arbeit bekommen. Dann haben wir eine Werkstätte, etwas, was in der Stadt natürlich sehr besonders wertvoll ist. Auf dem Land geht es regelmäßig leichter. Wir haben drei Gästeapartments auf der Dachterrasse. Unsere Architektinnen haben bei der Planung in einem Berliner Projekt diese Idee aufgeschnappt, nach dem Motto, der schönste Platz im Haus für die Gäste. Daher sind unsere Gästezimmer auf der Dachterrasse, im Penthouse sozusagen. Und hier wieder die Idee, du brauchst nicht in deiner Wohnung das ganze Jahr ein Gästezimmer bereithalten und finanzieren, sondern wenn deine Freundin oder Schwiegermama, Schwiegerpapa auf Besuch kommt oder Eltern oder Kinder, dann kannst du dir rechtzeitig das Gästezimmer reservieren. Wir haben eine Bibliothek, auch da wieder die Idee, du brauchst nicht so und so viel laufen mit der Bücherregale in deiner Wohnung verbauen, gib die Bücher in die Gemeinschaftsbibliothek, dann kannst du die Bücher der anderen auch lesen und hast mehr davon. Sauna und Ruheraum und zwei Dachterrassen. Jetzt die Fotoeindrücke, das war das Haus beim Einzug quasi. Es sieht noch sehr nackt aus, von hinten aufgenommen. Was hier aussieht wie so leere Gräber, das waren die vorbereiteten Flächen für die Hochbeete, die wir dann gemeinsam mit den Nachbarn vom Nachbarhaus gebaut haben, um auch mit denen in Kontakt zu kommen. Wir beginnen jetzt im Keller unten. Das ist jetzt die Kellerebene. Die Architektinnen haben durch einen versunkenen Innenhof es geschafft, sehr viel Licht in den Keller zu bringen und durch eine Sichtachse. Und jetzt erinnert es euch an die Aufgabe aus der Vision, kommunikative Räume schaffen. Da oben ist der Kinderspielraum. Die Kinder schauen also, wenn wir im Großgruppentreffen unten sitzen und um Entscheidungen ringen, schauen die Kinder den Alten zu durch die Glasöffnung da oben. Und so lernen die Kleinen schon mit der Muttermilch, wie Demokratie funktioniert. Nämlich nicht alle 4 Jahre einmal ein Kreuzchen machen, sondern die Alten sitzen im Kreis und ringen um eine Lösung. Für mich unbezahlbar, hat allein das schon einen Grund, in ein Gemeinschaftsprojekt zu ziehen. Das ist jetzt ein Splitfoto. Links seht ihr quasi den versunkenen Hof von außen. Und rechts seht ihr vom Erdgeschoss, wie die Kinder runterschauen können durch die vorgesehene Öffnung in diesen Gemeinschaftsraum und rüberschauen können in die Gemeinschaftsküche. Wir bleiben jetzt noch im Keller. Das ist der große Veranstaltungsraum quasi in vivo, also im Einsatz, wenn wir Veranstaltungen machen. Wir machen dort auch Partys und Feiern. Da gibt es auch tolle Konzerte oder Musikerinnen, die dann für uns aufspielen. Hochzeiten haben wir dort schon gefeiert. Die Kinder sind immer dabei, wenn es ums Feiern geht natürlich. Und auch schon Profikonzerte. Eine Nachbarin, die hier in der Mitte ist, eine Profi-Geigerin und die hat mal für uns ein Konzert gegeben mit den Kollegen oder eine Jazzparty, wie ihr hier seht. Das ist jetzt der Blick in den Food-Coop-Raum während des Einrichtens. Also die Nachbarinnen haben die Regale eingebaut. So sah es dann nach der Einrichtung aus und sieht es auch heute noch aus. Das ist ein Blick in die Werkstätte. Dort seht ihr hier auf dem Splitfoto auch beim Einrichten hier die Regale an die Wand gebaut. Der sympathische Herr, der hier am Blödeln ist, der hat mittlerweile selber mit anderen Leuten ein super Wohnprojekt in der Nähe von Wien, die sogenannte Auenweide gemacht. Ein echter Hingucker, also wenn ihr das euch mal anschauen könnt, auch ein sehenswertes, cooles Projekt. Hier noch einmal ein Blick in den Holzteil der Werkstätte. So, jetzt hier habt ihr noch im Keller ein Foto von unserem Carsharing-Pool. Hier haben wir auch ein Elektroauto, das wir jüngst angeschafft haben. Und wir haben in der Tiefgarage des Nachbarhauses 8 Plätze gekauft und mussten nicht, wie damals die Stellplatzverordnung vorgesehen hätte, über 40 Plätze selber bauen, weil dann hätten wir keine Veranstaltungsräume uns leisten können. So sieht es im Erdgeschoss von vorne aus. Vorne heißt also von der Parkseite hier diese Schrift Salon heißt, hier ist so ein Eckladen, eine Bio-Kreislerei, wie man auf Wienerisch sagen würde, oder Tante-Emma-Laden in Deutschland sagen würde. Und so sieht es am Abend aus, wenn die Leute davor sitzen, natürlich alles sehr urban. Das sind die Nachbarinnen, die damals diesen Salon gegründet haben. So sieht es im Erdgeschoss im Foyer auf, wenn einigermaßen aufgeräumt ist. Hier hinten
diese Bienenwabern, das ist so eine Form, wie meine Nachbarinnen beschlossen haben, die Soziokratie-Aufteilung sichtbar zu machen. Das ist eine Erfindung von unseren Nachbarn. Hier seht ihr auch noch im Erdgeschoss die Vorbereitung für einen unserer Großputztage. Wir machen das zweimal im Jahr, üblicherweise mindestens zweimal, glaube ich. Eine sogenannte Minga. Minga, ein Begriff, den wir uns aus dem Lateinamerikanischen übernommen haben. In den Andenstaaten ist es üblich, dass das ganze Dorf einmal im Jahr zusammenkommt. Man repariert, putzt und räumt auf und dann, danach gibt es ein großes Fest. Das haben wir übernommen, das hat sich sehr bewährt. Hier werden die ganzen Jobs schon vorbereitet. So sieht es dann aus, wenn es fertig aufgeräumt ist nach der Minga. So sieht es in unserer Gemeinschaftsküche aus, auch im Erdgeschoss. In der Gemeinschaftsküche wird werktags, mittags meistens gekocht, für die, die da sind. Das wird hauptsächlich getragen, auch von den Mitarbeiterinnen des Architekturbüros, die bei uns auch eingemietet sind, die hier so die Basisauslastung bieten. So sieht es aus, wenn ich mich auch mal als, beim Kochen engagiere. So sieht es aus, wenn wir in kleiner Gruppe in der Gemeinschaftsküche essen oder in großer Gruppe. Das ist zum Beispiel ein Foto nach einer Minga beim gemeinsamen festlichen Essen. Wenn das Wetter schön ist, können wir, weil die Gemeinschaftsküche ist ebenerdig, auch gleich rausgehen und im Freien sitzen. Wir sitzen hier quasi über diesem versunkenen Innenhof. Ihr seht hier im Erdgeschoss die fertigen Hochbeete, wo vorher diese nackten Gräberfelder auf dem Einzugsfoto waren, sind jetzt die fertigen Hochbeete, wo wir so ein bisschen Gemüse anbauen können. Hier im Erdgeschoss ist die hell erleuchtete Fahrradgarage mit 100 Stellplätzen. Die Idee war, jeder Erwachsene und jedes große Kind soll einen eigenen Fahrradabstellplatz haben. Dein Zweitfahrrad stellst du bitte in deinen Keller oder auf den Balkon, aber nicht da rein. Hier hinten seht ihr noch eine kleine Werkstätte und hier links seht ihr nicht mehr, aber das sind die beiden Lastenräder, die auch zum Mobilitätspool gehören. Hier seht ihr ein Splitfoto, also zwei Bilder nebeneinander von unserem Stiegenhaus. Das ist auch interessant, wenn man sieht, da ganz groß mehrere Stockwerke kannst du durchschauen, weil die Architektinnen haben den Boden aufgebrochen, sodass du von einem Stock in den anderen Kontakt aufnehmen kannst. Das war auch eine der Varianten, wie die Architektinnen den Auftrag, kommunikative Räume zu schaffen, interpretiert haben. Ein großer Vorteil dieses offenen Stiegenhauses ist, wir konnten dann während des Corona-Lockdowns unter Einhaltung der Abstandsregeln trotzdem ein Konzert im Stiegenhaus machen. Jeder ist vor seiner Wohnung gesessen, hat vor seiner Wohnung ein paar Leckereien auf den Tisch gestellt und du konntest dann mit der Maske durch ein Siebenstock-Buffet dir deinen Snack zusammenstellen. Das ist jetzt das Dachgeschoss. Wir haben uns jetzt durch die sechs Wohngeschosse ins Dachgeschoss bewegt. Hier seht ihr die Bibliothek mit dem tollen Ausblick in den Park. Noch ein Foto in der Bibliothek und meine Nachbarin in der Bibliothek beim Lesen. Auch ein beliebter Ort für Kleingruppenbesprechungen. Hier sind wir auf der West- oder Nordwestterrasse. Das ist die mit der Abendsonne, wie die hier erscheint. Das ist sehr schön für Grillfestl am Abend oder einen Sundowner wie hier. Und direkt auf der Terrasse angeschlossen ist auch die kleine Küche für die Gästezimmer, die wir natürlich auch als Küche verwenden, wenn wir ein Grillfestl machen. Also wer bei uns zu Gast ist, kann die Küche verwenden, muss aber damit rechnen, mit uns oder unseren Nachbarinnen auch in Kontakt zu kommen. So sieht die Küche aus, wenn es einigermaßen aufgeräumt ist. So sehen die Gäste-Apartments aus. Das sind einfach so wie Hotelzimmer mit Dusche und WC. Und du teilst eben die Küche mit den anderen Gästen. Die beiden Nachbarn haben wir da gerade gefeiert, weil die haben in der Werkstatt die Betten gebaut für die zwei von den drei Gäste-Apartments. Das ist das große Gäste-Apartment. Das dient seit mittlerweile 8 Jahren als Flüchtlingsunterkunft. Hier haben wir lange eine Familie aus Aleppo untergebracht. Jetzt ist eine Familie aus der Ukraine drin. Das ist ein Blick in die Sauna, die wir auch auf der Dachterrasse haben. Das ist ein Blick auf die Dusche und den eigenen Saunabalkon. Achtung, der ist jetzt nicht mehr so aufgeräumt, weil da sind jetzt unsere Bienenstöcke, da machen wir unseren Stadthonig selber. Das ist La Chemie auf der Dachterrasse auf der Südostseite. Das ist die mit der Morgensonne, die begrünt, begrast ist sozusagen. Hier seht ihr das noch einmal von einem anderen Winkel. Und hier hinten, das ist quasi die Gemeinschaftsbibliothek. Hier rechts ist die Sauna. Auf der Gemeinschaftsbibliothek wird dann eine Leinwand draufgetackert und da kann man dann im Sommer Public Viewing machen, wenn Fußball-WMs sind oder sonst
wir uns Filme anschauen wollen, ist auch sehr beliebt. Hier ein Blick auf den mittlerweile Bienenstock, auf die Bienenwaben, wenn die den Honig produzieren für uns. Und hier seht ihr meine Frau, die auf der Leiter, auf diesen Aufbauten, in dem Fall auf der Sauna, sich die Solaranlage, also die Photovoltaikanlage, angesehen hat. So sieht es von vorne aus. Das ist ein Blick auf meinen Balkon. Meine kleine Wohnung ist im dritten Stock, die ist also hier. Und so kann es vor der Wohnung aussehen, wenn ich nach Hause komme. Die Kinder spielen natürlich nicht nur im Kinderspielzimmer, sondern die bespielen das ganze Haus. Und das ist auch schön, weil sie sich da sicher und wohlfühlen. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja super, alles eitelwonne Eierkuchen. Natürlich nicht, es menschelt, wir sind auch ganz normale Menschen und da gibt es auch Probleme. Gerade heute hat eine Nachbarin eine Mail verschickt, weil es so in der Küche ausgesehen hat. Irgendjemand hat dort gegessen, grausiges Fastfood, und hat dann auch noch die Resteln stehen lassen. Das ist natürlich gegen die Regel und führt auch zu Verärgerung im Haus. Oder es kann dir passieren, du gehst in die Werkstatt und der wichtigste, der 17er Schraubenschlüssel, ist wieder mal nicht zurückgebracht worden. Wenn du das nicht aushältst, dann solltest du nicht in ein Gemeinschaftsprojekt ziehen. Das ist die Enttäuschung. Also der Vorteil jeder Enttäuschung ist ja, dass die Täuschung ein Ende hat. Viel schlimmer als die Menschen, die nicht in ein Gemeinschaftsprojekt ziehen wollen, sind die, die mit zu romantischen Vorstellungen kommen und glauben, dass da alles perfekt ist. Es ist nicht perfekt. Ich bin trotzdem happy, und wenn es mir zu viel wird, kann ich mich auf meinen kleinen Balkon zurückziehen und erholen, so quasi die Individualität pflegen. Und für mich ist es jetzt nach 10 Jahren dort leben immer noch eines der schönsten Geschenke meines Lebens, dass ich dort leben darf. So kann es auch aussehen, wenn man von marodierenden Banden bedroht wird, die Schutzgelder erpressen, in dem Fall Süßigkeiten. Und eben jüngst haben wir unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert, und da war auch davor schon ein Kamerateam da von Arte. Die beiden Herren haben eine sehr sympathische Doku gemacht, die auf Arte noch eine Zeit lang wahrscheinlich zum Streamen zur Verfügung steht. Ich werde den Link nachher noch zeigen, und vielleicht gelingt es mir, das auch auf YouTube irgendwie zu verlinken. Ansonsten findet ihr das auf meiner Homepage. Ich habe auch ein Buch geschrieben zum Thema Praxishandbuch Leben in Gemeinschaft. Das ist so quasi die Handreichung für Menschen und Gruppen, die so ein Gemeinschaftsprojekt machen wollen. Das könnt ihr gerne direkt bei mir bestellen, natürlich auch überall im Buchhandel erhältlich. Für Gruppen verkaufe ich das dutzendweise, weil idealerweise jeder das haben sollte, und das wird die beste Investition für euer Projekt sein, wenn ihr neu startet, weil für die paar hundert Euro könnt ihr euch viele, viele hunderttausend Euro dumme Fehler sparen. Das sind die Links, also zur TV-Doku, zu meiner Webseite, wo ihr das Buch bestellen könnt. Dann mache ich gemeinsam mit dem Steffen Emmerich aus Deutschland Soziokratie-Schulungen zum Thema Soziokratie in Gemeinschaft. Wir betreiben auch gemeinsam mit SOFA eine Signalgruppe zum Thema Soziokratie in Gemeinschaft. Und das ist noch der Link auf mein LinkedIn-Seite oder Profil, das einzige asoziale Medium, auf dem ich mich umtreibe. Ich bin nicht auf WhatsApp und nicht, also nicht via WhatsApp oder Facebook oder Instagram erreichbar. Ein bisschen ein Fossil, diesen Luxus leiste ich mir, weil ich auch schon 60 bin. So, das war's. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Lust gemacht habe auf das Projekt und auf das Thema Leben in Gemeinschaft, und freue mich über euer Feedback per E-Mail oder als Kommentar auf YouTube. Tschüss.